Ein Lieblingsgegner stellte sich bei der PSV am 14. Spieltag vor, nämlich Venlo. Seit 33 Partien haben die Gastgeber nicht mehr gegen die Gäste von heute verloren. Die letzten 7 zu Hause hintereinander gewonnen. Und dann kommt auch noch der Gast mit einer Negativserie. Letzte 5 ohne Sieg. Ja, und die Gastgeber haben zu Hause bislang jedes Spiel gewonnen. Und wollen natürlich mit einem Dreier Richtung Ajax aufschließen, weil im neuen Jahr erstes Spiel, das Spiel beim Rekordmeister in der Johan Cruyff Arena. Da sind aber schon 22 Minuten gespielt. Der viel Ballbesitz für die PSV und dann einmal blau vorne. Und dann schauen wir ja, da machen die völlig frech die Bude in der 22. Jaffa Arias mit seinem 4. Treffer, der 25-Jährige. Pachonik mit dem Ballgewinn, dann Post für Van Krooy in den Rücken der Abwehr. Und Arias trifft dann auch noch Dumfries und damit zum ersten Mal die Gäste mit einem Auswärtstor in den ersten 30 Minuten. Und zum allerersten Mal Umkehrschluss für die PSV in Halbzeit 1 ein Gegentor. Wie reagierten die? Die brauchten ein wenig, hatten unfassbar viel Ballbesitz, über 70%, hatten reichlich Eckbälle, kamen aber nicht so richtig zu Chancen. Dann dieser Fehler, Dumfries. Zweiter Ball für Madueke. Madueke mal in den 16er und dann sagt der Schiedsrichter Kontakt von Christian Kumm. Und so gibt es in dieser Situation einen Foul-Elfmeter. Aufgabe für Philipp Max im Pokal gegen De Graafschap. Beim 2:1 das 1:0 gemacht. Hier wäre es das 1:1 gegen Thorsten Kirschbaum. Rein deutsches Duell. Hinein 1:1. Und damit der dritte Treffer für den Neuzugang. 5 Vorbereitungen schon geliefert. Es gab ja ein paar deutsche Duelle bei der PSV 2 in der Startelf bei Venlo, derer 4. Und was machten die Gastgeber? Die setzten nach Iataren und dann Schäfer klärt dort auf der Linie für Thorsten Kirschbaum. Da wäre die PSV fast mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. So aber, wie gesagt, viel Ballbesitz, viele Chancen, aber nur ein 1:1. Hinein in Halbzeit 2, Götze, Kirschbaum, zweiter Ball Iataren und dann gibt es den Eckball. Schmidt sagt, hey, und Kirschbaum auch, da war doch noch Dumfries dann. Es gab den Eckball, Max Boscalé, Führung. So einfach geht es dann. Philipp Max mit der 6. Vorbereitung, zweitbester Vorbereiter in der Liga. Und Boscalé rennt dort Schmidt weg. Eine Körperänderung in der Bewegung nach vorne und schon die Führung für die Gastgeber. Die hielten das Tempo hoch, spielten schneller und zackiger jetzt nach vorne. Götze mit vielen guten Situationen wie hier, Madueke, Gakpo, erster Torschuss und wieder trifft der Bursche. Vor diesem Spiel hat er für seine 4 Tore 5 Schüsse gebraucht. Jetzt macht er seine nächste Bude mit dem ersten Torschuss aufs Tor und trifft wieder mal 3:1. Der 21-Jährige wirklich in einer sehr, sehr guten Form und mittlerweile auch clever im Abschluss hier den Ball hochzubringen. Keine Möglichkeit für Kirschbaum und damit ging das natürlich seinen Weg. Danach Kontroll- und Verwaltungsmodus bei der PSV, dann Dumfries für Gakpo, Doppelpack, nee. Pfosten, viel, viel Glück für Kirschbaum und Venlo, die nicht wirklich eine Chance hatten in dieser zweiten Halbzeit. Sie haben ein einziges Mal einen Torschuss abgegeben. Das ist natürlich zu wenig, um hier zu bestehen. Und am Ende gibt es sogar noch eine 4. Bude. Adrian Fein eingewechselt, wenig Spielminuten. Heute zum 8. Mal dabei. Bedient von Madueke. Und dann macht das überlegt. Und das tut ihm natürlich gut, dem 21-Jährigen. 81. rein. Und damit seine erste Bude für den Neuzugang, der vom HSV aus Liga 2 kam, ist ja ein Spieler des FC Bayern. Und so am Ende dann der 7. Heimsieg in Folge für die PSV. Und zum ersten Mal in dieser Saison 3 Siege hintereinander. Und für Venlo, alles auf der anderen Seite, seit 6 ohne Sieg, letzten 4 alle verloren. Die einen bleiben im Keller und die anderen stehen oben punktgleich mit Ajax auf Platz 1.